Visionen eines mächtigen Herrschers. In den Sümpfen des Neva-Deltas an der Ostseeküste soll eine prächtige Stadt entstehen. Noch ist das Land lebensfeindlich. Nur wenige Menschen fischen und jagen am Ufersaum. 1703 beginnt Zar Peter I. mit dem Bau einer neuen, prunkvollen Stadt. Strahlende Kunstwerke sieht er vor seinem geistigen Auge, weiträumige Parkanlagen. Kirchen, die alles Bisherige in seinem Reich übertrumpfen sollen. Das Fenster nach Europa am finnischen Meerbusen soll den Seeweg nach Westen eröffnen. Zar Peter war kaum 30 Jahre alt, als er in einem einfachen Holzhaus begann, seine Träume tatkräftig umzusetzen. Von hier aus beaufsichtigte er die Bauarbeiten der Peter- und Paul-Festung. Ein kleines Museum erinnert an seine akribischen Planungen. Der Zar war von Schiffen fasziniert. Er entwarf Boote und Häfen. Der Bau der Festung hatte dagegen eher politische Gründe. Die Schweden, Erzfeinde der Russen, blockierten den Zugang zur Ostsee. Mit der Errichtung einer Wehranlage wollte der russische Herrscher den Nachbarn Paroli bieten. 11 Jahre verbrachte er in seiner Bauhütte, bevor er in den neu errichteten Sommerpalast umziehen konnte. Eines der wichtigsten Wahrzeichen des Venedigs des Nordens ist die Alexandersäule. Der Friedensengel thront auf einem tonnenschweren Granitblock inmitten des weitläufigen Schlossplatzes. Später kam der Triumphbogen mit seinem monumentalen Streitwagen hinzu. Er wurde zum Gedenken an den Sieg über Napoleon als Teil des Generalstabsgebäudes errichtet. Der Schlossplatz ist das unbestrittene Zentrum von St. Petersburg. 7 Jahre nach dem ersten Spatenstich in den Neva-Sümpfen wurde die Stadt zur neuen russischen Hauptstadt ausgerufen. Die Weitläufigkeit des Platzes zieht alle möglichen Aktivitäten an. Veteranen aus 2 Weltkriegen erzählen jedem, der es hören mag, von ihrer glorreichen und leidvollen Vergangenheit. Der Winterpalast, heute Teil der Eremitage. Nicht nur Peter hat die Welt mit beeindruckenden Bauwerken überrascht. Unter Zarin Elisabeth I., Peters zweiter Tochter, erlebte die Stadt eine kulturelle Blütezeit. Sie holte den italienischen Baumeister Bartolomeo Francesco Rastrelli an den Hof. Für die künstlerische Gestaltung der Stadt eine vorausschauend gute Entscheidung. Heute sind jedoch vor allem Peter I. und Katharina II. Als Bauherren in Erinnerung geblieben. Beide zeigten ein großes visionäres Talent und die pragmatische Kraft, die hochgesteckten Ziele in die Tat umzusetzen. Dem deutschen Architekten Leo von Klenze hat die neue Eremitage ihren klassizistischen Stil zu verdanken. Mitte des 19. Jahrhunderts, nach ganzen 13 Jahren Bauzeit, wurde dieser letzte Teil des Kunstkomplexes Eremitage vollendet. 10 mächtige Granitatlanten stemmen den Portikus über ihre Köpfe. Dabei lehnen sie sich an massive Stützpilaster. Der russische Bildhauer Alexander I. Terebenjew gestaltete die grauen Muskelmänner unter Klenzes wachsamem Auge. Es soll Glück bringen, über die zierlichen Zehen zu streichen. Auf der anderen Seite die goldene Kuppel der Isaak-Kathedrale. Ihr ausladendes Dach beherbergt das Herz der russisch-orthodoxen Kirche in St. Petersburg. Die Religion hat sich ihren angestammten Platz im Leben der Menschen zurückerobert. Überwunden sind die Jahrzehnte der kommunistischen Unterdrückung. Peter der Große hatte bereits den Grundstein zur ersten von 4 Isaak-Kirchen in St. Petersburg legen lassen. Der Bau der heute noch existierenden Kathedrale wurde 1818 unter Zar Alexander I. begonnen und 30 Jahre später unter Nikolaus I. vollendet.
Die Errichtung des Monumentalgebäudes im unwegsamen Sumpfland kostete Tausenden von Arbeitern das Leben. Bauherren und Architekten kümmerte das wenig. Der fantasiebegabte, aber wenig erfahrene Architekt Auguste Montferrand schaffte es schließlich mit der Unterstützung von Vassili Stassow und Carlo Rossi, den repräsentativen Prachtbau fertigzustellen. Heute besuchen vor allem ältere Frauen den Gottesdienst. Etwa 75 Millionen Russen bekennen sich zum orthodoxen Christentum. Trotzdem ist Russland ein multikonfessioneller Staat. Neben anderen christlichen Glaubensrichtungen sind Islam, Judentum und Buddhismus vertreten. Schon zu Peters Zeiten hatten sich muslimische Tataren in der Stadt angesiedelt. Russland war immer ein Zuzugsland für Fremde aus dem europäischen und vorderasiatischen Raum. Während der Sowjetzeit wurden die Vertreter der verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen gegeneinander ausgespielt, um eine Einheit zu verhindern. Nicht nur Kirchen wurden zerstört. Diese Moschee mit ihren auffallenden blauen Verzierungen gehört zu den etwa 500 islamischen Gebäuden, die nicht dem System zum Opfer gefallen sind. Heute leben Tataren, Afghanen, Kirgisen und viele Muslime anderer ehemaliger Sowjetstaaten in St. Petersburg. Im Hinterhof des Marmorpalastes steht das Denkmal Alexander des Dritten. Seine Amtszeit Ende des 19. Jahrhunderts zeichnete sich durch eine politische Rückwendung und steigenden Antisemitismus aus. Erstmals in der russischen Geschichte kam es zu offenen Pogromen gegen jüdische Bürger. Mit der Oktoberrevolution 1917 hatte die Verfolgung ein vorläufiges Ende. Der Freidenker Alexander Puschkin war der dichtende Gegenpol zur absolutistischen Herrschaft vieler russischer Zaren. An dem Flüsschen Moika können Besucher seine Petersburger Wohnräume besichtigen und mit dem Boot zu einem Schauplatz seiner Dichtung fahren. Tschaikowski vertonte Puschkins Pique Dame als Oper. Lisa, die verzweifelte Heldin, stürzte sich von dieser Brücke in den eiskalten Kanal. Ein Bühnenbild aus der Oper. Im Hintergrund die Peter-und-Paul-Festung. Das Stadtbild ist von den imposanten Bauwerken vergangener Jahrhunderte an den Ufern der rund 70 Kilometer langen Neva geprägt. Die Vassili-Insel. Gleich daneben auf der Haseninsel säumt ein schmaler Sandstrand die Mauern der Festung. Die Petersburger genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen nach einem strengen russischen Winter. Auf der Westspitze der Vassili-Insel die Strelka mit ihren Rostra-Säulen, die alten Leuchttürme zur Kennzeichnung der Hafeneinfahrt. An den Quais der Festung lagen Versorgungs- und Kriegsschiffe. Von hier verteidigten sie die Stadt. Nach Errichtung der Wehranlage gab es nur noch wenige gefährliche Angriffe. Das große Bauwerk erfüllte immer mehr repräsentative Zwecke als militärische. Hinter den dicken Mauern erhebt sich der spitze Turm der Peter- und Paul-Kathedrale, bis zur Errichtung des Petersburger Fernsehturms höchstes Bauwerk der Stadt.
Der Tessiner Architekt Domenico Trezzini entwarf die Kathedrale mit ihrem ausgeklügelten Uhrwerk. Wie ein Schatten liegt über all der Pracht der Blutpreis, den Hunderte von Zwangsarbeitern auch auf dieser Großbaustelle bezahlten. Wo Wellen ödem Ufer nahen, stand er mit einem großen Plan und sah hinaus, schreibt Alexander Puschkin über Peter den Großen in Der eherne Reiter. So prunk und steh Stadt Peters hier, gleich Russland ewig standzuhalten, versöhnen mögen sich mit dir besiegt auch die Naturgewalten. Die Kathedrale. Hier fanden die Romanows und ihre Nachfahren eine letzte Ruhestätte. Nach der Revolution hatten die Bolschewiken ihre Leichen in einem alten Stollen versteckt. Unter ihnen Alexandra Fjodorowna. Die deutsche Prinzessin und letzte russische Zarin wurde nach mehrmonatiger Gefangenschaft zusammen mit ihrem Mann Nikolaus II. Und ihren 5 Kindern von den Revolutionären erschossen. Erst nach dem Fund der sterblichen Überreste, etwa 90 Jahre später, konnten die Gebeine der Zarenfamilie offiziell beigesetzt werden. Katharina II. Und Peter I. Er starb 1725 nach 39 Dienstjahren an der Spitze Russlands. In einem Nebenraum weitere Verwandte der Romanows. Ihre Ahnentafel reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Holländischer Frühbarock. Mit viel Gold und Prunk ist das Innere der Kathedrale ausgekleidet. Die russisch-orthodoxe Kirche kennt normalerweise keine Kanzeln. Diese hier ist eine Anleihe aus der römisch-katholischen Tradition. Der filigrane Altar erstreckt sich weit nach oben, in die Nähe Gottes. Mittags, Punkt 12 Uhr. Die alte Kanone auf der Festungsmauer wird abgefeuert. Ein Stadtabgeordneter hat die Ehre. Er feiert seinen 60. Geburtstag mit einem Salutschuss. Die Tradition des mittäglichen Kanonenschusses ist fast 300 Jahre alt. Im Südosten des alten Zentrums gelegen, der Moskauer Bahnhof. Hier kommen die Züge aus Moskau und dem gesamten östlichen Russland an. Die Ligoski trifft auf den Newski-Prospekt, den berühmtesten Boulevard der Stadt. Der Newski-Prospekt ist die längste und belebteste der drei großen Prachtstraßen, die direkt auf den Schlossplatz zulaufen. Mit der beginnenden Industrialisierung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden, ähnlich wie in westlichen Großstädten, lange Reihen von Mietshäusern im klassizistischen Stil errichtet. Heute säumen Banken und Modeboutiquen, Cafés und Lokale den breiten Boulevard. Eine überlebensgroße Matrioschka bietet Theatertickets an. An jeder Straßenecke können Bootsfahrten durch die Kanäle, ein dichtes Wasserstraßennetz, gebucht werden. Die Sonne geht nicht unter. Es ist weit nach 20 Uhr. Auf dem Gehweg vor der Kasaner Kathedrale werden lebhaft Bücher gehandelt. Der traditionsreiche Laden verkauft seine Waren auch auf der Straße.
Jung und alt verbringen ihren Feierabend in dem parkähnlichen Rondell. Der Platz war im 19. Jahrhundert ein Treffpunkt für frühe Revolutionäre. 1867 wurden hier die ersten roten Fahnen geschwenkt. Im Lauf der Geschichte lieferten sich Demonstranten und Soldaten immer wieder blutige Auseinandersetzungen. Heute geht es ausschließlich um den besten Sitzplatz. In St. Petersburg studieren etwa 35.000 Studenten an der staatlichen Universität. Die Frauen gehen mit 55 in Rente, Männer mit 60. Gegenüber das Singerhaus. Viele Jahre beherbergte es eine Tochtergesellschaft des amerikanischen Nähmaschinenherstellers Isaac Singer. Die Erlöserkirche am Griboyedow-Kanal. Peter der Große war kein Freund der Moskauer Zwiebeltürme. So überließ er es seinen Nachkommen, eine russische Kirche zu bauen. Anfang des 19. Jahrhunderts beauftragte Alexander III. Gleich zwei Architekten, Malyschew und Parland. Sein Vater war bei einem grausamen Attentat ermordet worden. Ihm zu Ehren entwarfen die Baumeister ein Gotteshaus mit bunt leuchtenden Kuppeln. Die großartige Moskauer Basiliuskathedrale stand dabei unübersehbar Pate. St. Petersburg ist berühmt für seine weißen Nächte. Die Stadt liegt so weit nördlich, dass sie Juni bis Juli nicht mehr vollständig im nächtlichen Dunkel versinkt. Die Peter- und Paul-Festung um Mitternacht. Auf der Neva werden täglich tausende Tonnen Fracht bewegt. Von der Ostsee über Moskau bis zum Schwarzen Meer. Um 1.30 Uhr nachts öffnen sich die ersten Brücken. Endlich freie Fahrt für die schwer beladenen Lastkähne. Viele Inseln sind jetzt voneinander getrennt. Auf dem anderen Ufer erstrahlen die Paläste der alten Eremitage. Lichterketten an den Brücken sind Wegmarken und Schmuck zugleich. Die neue Eremitage und die Erlöserkirche. Ein tief liegendes Frachtschiff schiebt sich vorbei. Die Sehnsuchtskulisse. In milden Nächten liegt sie vor den staunenden Augen von Einheimischen und Besuchern. Die Außenbezirke. Gigantische Wohnblocks wachsen wie Pilze aus dem Sandstrand an der Küste. Wohnraum in der Innenstadt ist zwar nicht knapp, aber kaum erschwinglich. Es sei denn, man lebt in einer sogenannten Kommunalka. Dort wohnen mehrere Familien zusammen und teilen sich Küche und sanitäre Einrichtungen. Für das Schnellboot geht es hinaus auf das Meer zum Sommersitz der Zaren, dem Peterhof. Zwei Jahrhunderte lang waren die auf Lehm und Sand gebauten Anlagen dem Herrscher und Hof vorbehalten. Erst 1917 wurden sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Besucher aus aller Welt lieben die riesigen Parkanlagen. Für die Petersburger ist die gemütliche Landpartie am Wochenende eine willkommene Abwechslung vom lauten Stadtleben. Vor dem Schloss Montplaisir wachsen Ahorn, Linde und Kastanie, alles westeuropäische Baumsorten. Peter der Große hatte mehrere tausend Setzlinge über die neue Ostseeverbindung heranschaffen lassen. Kleine Springbrunnen. Ein erster Vorgeschmack auf die gigantischen Wasserspiele des Parks. Zar Peter hatte sich zum Ziel gesetzt, dem berühmten Versailler Schloss der französischen Könige
eine noch prachtvollere Anlage auf russischem Boden entgegenzusetzen. Erst einmal musste das auserkorene Areal am Südufer des finnischen Meerbusens trockengelegt werden. Dann wurde Lehm durch fruchtbare Erde ersetzt. Akribisch beteiligte sich der Bauherr an den Entwürfen von Statuen und Plastiken, Brunnen und Pavillons. Die Zwillingsfontänen Adam und Eva. Die Schachbrettkaskade, ebenfalls nach einem Entwurf von seiner Majestät, dem Zaren. Am Rande ein großer Spaß für die Kinder. Niemand weiß, wann und wo das Wasser wieder aus dem Boden spritzt. Für den Nachwuchs ist der Besuch der Gärten kostenlos. Kultur wird den kleinen Russen nahegebracht. Schon im Kindergarten gehen die Betreuerinnen mit ihren Schützlingen in Ausstellungen und Museen. Kerzengerade führt der Stichkanal zum Hauptschloss, direkt auf das Zentrum des pompösen Landsitzes zu. 17. Jahrhundert. Schweden hatte den gesamten Küstenstreifen besetzt und Russland den Zugang zur Ostsee gekappt. 21 Jahre dauerten die großen nordischen Kriege. Peter der Große wollte das Land um jeden Preis zurückerobern. Seine wehrhafte Stadt bewährte sich als Bollwerk gegen die ständige schwedische Bedrohung. Der Palast am Meer diente zur Demonstration seiner Macht, der technischen und kulturellen Überlegenheit. Samson, der biblische Held, der dem Löwen das Maul aufreißt. Symbol für den entscheidenden Sieg der Russen im Jahre 1709. Eine Großmacht war geboren. Der Peterhof mit seinem streng gegliederten Park blieb bis in die finsteren Zeiten des Zweiten Weltkrieges hinein ein goldglänzendes Meisterwerk. Südländisches Flair, italienische Balustraden und eine leichte Salzwasserbrise. Hunderttausende pilgern jährlich in das Versailles des Nordens. Gerade noch zu ahnen, die Großstadt am Horizont. Etwa 25 Kilometer südlich von St. Petersburg erstreckt sich der Katharinenpalast, ganz in Blau und Weiß. Mit dem Zug geht es in Richtung Puschkin und dann weiter zu Fuß oder mit dem Bus ins Zarendorf. Schon Anfang des 18. Jahrhunderts begann Katharina die erste mit den Planungen für eine kleine Sommerresidenz. Die meisten Besucher zieht es hier nur zu einem einzigen legendären Ort, dem berühmten Bernsteinzimmer. Bernstein, das Gold der Ostsee, besteht aus fossilem Harz. Seit der Antike bearbeiten Künstler das durchsichtige Material. Es lässt sich bestens feilen und schneiden. Wie so viele Kunstgegenstände wurde auch die goldgelb schimmernde Schatztruhe während des Zweiten Weltkrieges geraubt und bis auf wenige Teile zerstört. Dieser Raum ist das Ergebnis eines Vierteljahrhunderts Arbeit. Ein Spezialistenteam wertete historische Zeichnungen aus und gestaltete den barocken Kunstschatz nach. Stück für Stück stellten die Bildhauer eine originalgetreue Kopie her. Die erhaltenen Fragmente
wurden zum Schluss der Arbeiten zusätzlich eingefügt. Die russischen Besucher interessieren sich eher für den naturnahen Park vor den Palastmauern. Das romantische Ambiente zieht vor allem Hochzeitspaare magisch an. Das Schloss in seiner ganzen Pracht. Kaum zu glauben, dass auch diese herrliche Fassade ein Nachbau ist. Hitlers Schergen hatten während der Belagerungszeit einen hemmungslosen Raubbau betrieben. Was sie nicht außer Landes bringen konnten, legten sie in Schutt und Asche. Viele Millionen Rubel investierte der Staat für die Renovierungsarbeiten. Teehaus und sommerlich blauer Himmel spiegeln sich in der glatten Wasserfläche. Im größten europäischen Landschaftspark ist auch dafür Platz. Der zentral gelegene Teich mit der Grotte, dem Badehaus Katharinas II. Hier pflegte sie nach einem ausgiebigen Morgenspaziergang zu frühstücken. Die Zarin war die wahre Nutznießerin des Herrschaftssitzes. Sie war es auch, die zusätzlich zum strengen alten Park den weitläufigen Naturgarten gestalten ließ. Überall wird gebaut und restauriert, wenn nicht gerade Brotzeitpause ist. Das türkische Bad. Über 600 Hektar breiten sich Wiesen und Wälder aus. Katharina die Große war nicht begeistert von klassizistischen Statuen im Landschaftsbild. Jene gehören ausschließlich in die Palastsäle. Hier draußen sollte die Natur aus sich selber herauswirken. Manchmal sollen noch wildlebende Elche und Wölfe kreuzen. Weit ab vom Schuss finden Jugendliche ein romantisches Plätzchen. Großstadt und Gegenwart sind vergessen. Märchenhaft, verliebt wie in einer Seifenoper. Schloss und Park bieten eine ideale Kulisse für das Foto des Lebens. Wenn er nur ausnahmsweise mal das Handy abstellen könnte. Und doch wird alles gut. Die Fahrt ins Glück mit Pferdekutsche und großem Tamtam. Hätte das junge Paar eine adlige Abstammung, wäre das hier vielleicht der Bestimmungsort ihrer Reise gewesen. Die Jordan- oder auch Diplomatentreppe in der Eremitage. Das kunstgeschichtliche Herzstück von St. Petersburg. Eremitage, Einsiedelei, mag den Eindruck vermitteln, es handle sich um einen Ort der Abgeschiedenheit. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Einen offiziellen Gründungstag gibt es nicht. Als Geburtsjahr der Eremitage wird der erste große Kunsteinkauf von Katharina II. Gefeiert. 1764 handelte sie dem verschuldeten Berliner Geschäftsmann Gotzkowski über 300 Gemälde ab. Die Zarin hatte weder einen Plan noch Groß- noch Kunstverstand. Trotzdem wollte sie mit den konkurrierenden Adelsgeschlechtern Europas gleichziehen und sich mit einer Aura kultureller Noblesse umgeben. Der Malachitsaal.
ausgeschmückt mit Vasen und Möbeln aus blauem Lapislazuli und grünem Malachit. Dreieinhalb Millionen Besucher wandern jährlich durch die über 300 Hallen und Galerien. Der Wappensaal. Er wird von imposanten vergoldeten Säulen flankiert. Sie reflektieren das einfallende Tageslicht. Dadurch strahlt der zweitgrößte Saal des Palastes trotz seiner Weitläufigkeit eine warme Atmosphäre aus. In der Mitte steht eine wuchtige Marmorschale. Der Platz auf der umlaufenden Balustrade war den Gesandten des Landadels vorbehalten, die mit ihren Anliegen an das Herrscherhaus angereist waren. Vergoldete Lüster ließen auch nachts die Säulen erstrahlen. Nicht nur Schönheit, auch üppige zur Schaustellung findet sich in der Eremitage. Der Sieg über Napoleon im Vaterländischen Krieg erfüllte die Russen mit großem Stolz. In dieser Galerie werden 322 Offiziere geehrt, die 1812 an der entscheidenden Schlacht an der Beresina teilgenommen hatten. Als der Maler George Daw mit der Porträtserie begann, waren bereits einige Generäle gestorben. Auch hatte nicht jede Familie eine Abbildung des Helden zur Hand. So entschied man sich, 13 leere Rahmen aufzuhängen, um auch jene Militärs zu ehren. Daw war der Hofmaler von Alexander dem I. Er porträtierte den Zaren lebensgroß auf seinem Lieblingspferd. Glitzernde Kristallleuchter und weiße Marmorsäulen. In diesem Raum ist die Ausstattung von Decken und Wänden ebenso prachtvoll wie in vielen anderen Sälen. Besonders ist jedoch das edle Bodenmosaik. Es zeigt verschiedene Heldengeschichten der griechischen Mythologie. Die Aufmerksamkeit gilt dem Prunkstück des Saales, die Pfauenuhr, ein Werk des englischen Meisters James Cox. Ihr komplizierter Mechanismus setzt verschiedene Tierfiguren zu festgesetzten Zeiten in Bewegung. Im zerlegten Zustand gekauft, brauchten die Techniker ganze 9 Jahre, um sie wieder zusammenzusetzen. Feingliedrige Intarsien schmücken die Türen zwischen den Sälen. Viele der hohen Fenster ermöglichen einen Blick in den strahlend blauen Himmel. Darunter die Neva mit der Festungsanlage. In einem schmalen Gang werden die Werke herausragender deutscher Künstler präsentiert. Der Renaissance-Maler Lukas Cranach der Ältere ist mit seinem berühmten Bild Venus und Amor vertreten. Das Kunstwerk von 1509 gilt als erster Frauenakt, der außerhalb Italiens gemalt wurde. Einen weniger gesitteten Eindruck machen die dicht gehängten Gemälde des sogenannten Fleischsaals. Die Petersburger gehen bei allem Respekt manchmal wenig zimperlich mit ihrer Eremitage um. Ausgemergelte und üppige Leiber prallen aufeinander. Schrecken und Schönheit auf engstem Raum. Die Werke großer flämischer Künstler wie Peter Paul Rubens und seiner Schüler hängen an den kaminrot gestrichenen Wänden. Zarin Katharina teilte ihre wild wuchernde Sammlung zunächst nur mit einem ausgewählten Kreis. Erst die neue Eremitage wurde zum Museum, offen für alle Bürger der Stadt. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde auch der bäuerliche Alltag zum Gegenstand der Malerei. Porträts waren keine Idealbilder mehr. Sie zeigten Gesichter mit Alterserscheinungen und typischen Zügen.
Lange Gänge und ausladende Treppen verbinden die einzelnen Häuser. Winterpalast sowie alte und neue Eremitage. Über 70 Jahre wäre nötig, um nur eine Minute vor jedem der über 3 Millionen Kunstwerke verweilen zu können. In der Galerie der antiken Malerei, ein Teil der neuen Eremitage von Leo von Klenze, stehen die Plastiken italienischer Künstler. Fraglos das bekannteste Stück ist die Gruppe der drei Grazien von Antonio Canova. Es ist erlaubt, mit kleinen Kameras und Fotoapparaten Aufnahmen zu machen. Peter der Erste. Gleich neben Katharina der Großen. 10 Regeln hatte sie den geladenen Besuchern der Eremitagen, wie sie ihre Zusammenkünfte mit Freunden nannte, zur Auflage gemacht. Beispielsweise, man soll nicht seufzen und gähnen, niemanden belästigen und langweilen. Nicht weit der Rittersaal. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen anziehend. Rüstungen und Waffen stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Sie wurden in westeuropäischen Ländern und von den besten Schmiedemeistern hergestellt. Martialisch und lebensecht wirken die Pferde, die ebenfalls in einer stählernen Rüstung stecken. Für besondere Ausstellungen wurden die Lichtsäle der neuen Eremitage entworfen. Auch die vergoldeten Stühle und Tischchen sind Spezialanfertigungen. Vasen und Tischplatten auf die alle Lichtsäle durchlaufenden Mittellinie wurden von russischen Steinschneidemeistern hergestellt. Der Lautenspieler von 1595 ist ein Werk des Italieners Caravaggio. Seine Kunst ist berühmt für große Authentizität und kontrastreiche Lichtführung. In den zentnerschweren blauen Tischplatten des Saales spiegeln sich die vergoldeten Stuckverzierungen der Decke. Ein weiterer Prachtbau an der Neva ist der Menschikow-Palast. Zar Peter war ein großer Anhänger der holländischen Keramikkunst. Barbaras Schlafzimmer. Die Kacheln, die den Ofen bedecken, sind alles Einzelstücke. Jede der Delfter Fliesen ist von Hand bemalt. Insgesamt sind etwa 28.000 Fliesen im Palast verarbeitet. Hausherrin und Hausherr im Repräsentationszimmer. Alexander Danilowitsch Fürst Menschikow war schon seit Jugendtagen ein enger Vertrauter Peters. Aus einfachen Verhältnissen stammend, arbeitete er sich an der Seite des Zaren in die höchsten Kreise der Gesellschaft vor. Er war Freund, Berater und Gastgeber des russischen Kaisers. In seinem Palast wurden die größten und wildesten Feste der damaligen Zeit gefeiert. Menschikow, der mehrmals wegen Korruption und Untreue angezeigt wurde, konnte sowohl auf Peter als auch auf Peters Ehefrau Katharina die Erste bauen. Sie, eine litauische Magd und ehemalige Sklavin, hatte schließlich auch nur durch seine Vermittlung den Thron besteigen können. Im unteren Teil des Hauses liegt die restaurierte Küche. Es konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit für eine spontane Feier gekocht werden. Menschikows Gourmetkünstler waren berühmt für ihre erlesenen Speisen. Die riesige Lindenholzschale ist aus einem einzigen Stück geschnitzt. Die englische Wanduhr tickt seit knapp 300 Jahren.
ebenso wie ein weiteres Meisterstück der Zeitmessung ein paar Häuser weiter. Die englische Uhr steht im ehemaligen Winterpalast Peter des Großen. Bei Wiederherstellungsarbeiten des Eremitage-Theaters gruben Bauarbeiter Teile der historischen Palastmauern aus. Wein und Früchte am Kaminfeuer, ein Wintermärchen. Immer dabei waren die geliebten Hunde, die der Zar nach ihrem Ende auch noch ausstopfen ließ. Skurril, eine originalgetreue Wachsnachbildung Peters im Glaskasten. Ein Teil des Innenhofs ist unter der Theaterbühne der Eremitage erhalten geblieben. Der Herrscher konnte direkt mit dem Boot in seinen Palast gelangen. Die Deutschen in St. Petersburg. 1710, im Jahr der Ernennung zur Hauptstadt, wurde das Fundament der ersten protestantischen Kirche gelegt. 18 Jahre später musste der kleine Bau den kaiserlichen Palästen weichen. Wieder über 100 Jahre später errichtete der Architekt Alexander Brjulow am Niewski-Prospekt eine neue evangelische Steinkirche im klassizistischen Stil, die Petrikirche. Die Sowjets sprengten das Gebäude nicht, wie so viele andere Sakralbauten, in die Luft. Sie funktionierten es ganz pragmatisch zu einer Schwimmhalle um. In der Schwimmbadkirche, wie sie auch heute noch genannt wird, sitzen protestantische Russen und Deutsche nebeneinander. Zu den dunkelsten Zeiten der Stadtgeschichte gehört die jahrelange Belagerung durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg. Von September 41 bis Januar 44 wurde das damalige Leningrad fast vollständig eingekesselt und von der Nahrungsmittelzufuhr abgeschnitten. In dieser schrecklichen Zeit verhungerten über 1 Million Menschen. Die Befreiung wird jedes Jahr mit Militäraufmärschen und Feuerwerk gefeiert. Die letzten noch lebenden Veteranen fahren in alten Lastwagen durch die Straßen. Kaum eine Petersburger Familie, die nicht von tragischen Opfern aus der Blockadezeit zu berichten weiß. Ein weiteres Kapitel russischer Militärgeschichte. Wo Peter der Große jovial dahinschreitet und sich junge Schauspielschülerinnen ein Zubrot verdienen, liegt der legendäre Panzerdeckkreuzer Aurora vor Anker. Zum Einsatz kam das Kriegsschiff erstmals 1904 im Japanisch-Russischen Krieg. Es hatte jedoch keine nennenswerten Erfolge zu verbuchen. Ab 1906 fungierte es als Schulschiff und wurde für zivile Zwecke eingesetzt, beispielsweise bei Rettungsaktionen in Erdbebengebieten. Mit einem Schuss aus einem ihrer Geschütze schrieb der Stahlveteran dann 1917 Geschichte. Der Knall war der Startschuss für die Rote Revolution im Zarenreich. Im Bauch des Schiffes ist heute eine umfangreiche Ausstellung untergebracht. Der Alltag der Matrosen lässt sich erahnen.
Hängematten und frei schaukelnde Tische, die sich dem Wellengang anpassen. Zahlreiche Kinder haben ihre Eindrücke von dem kleinen Museum auf Papier festgehalten. Ein Blick durch das schmale Bullauge. Gazprom ist in Russland überall. Die Aurora, ganz friedlich an der Kette, dümpelt sie im Wasser der Neva. St. Petersburg wird nicht nur mit Venedig, sondern auch mit Amsterdam verglichen. Wie dessen Grachten sind viele der zahlreichen Flüsse und Kanäle mit kleinen Booten befahrbar. Überall werden Rundfahrten angeboten. Bei schönstem Wetter vorbei an der imposanten Peter- und Paul-Festung. Es ist nicht weit zur Vasili-Insel mit ihren alten Leuchttürmen. Der Kern der Stadt, links und rechts von der Neva, ist schnell erschlossen. Nach wenigen Tagen kennt sich der Besucher aus. Tagsüber ist den großen Tankern und Lastkähnen das Befahren des Flusses untersagt. Die Brücken sind geschlossen und die kleinen Sightseeing-Boote können ungehindert ihre Runden drehen. Etwas außerhalb des Zentrums ankert das Spielzeug der neureichen Businessmänner, wie es hier heißt. Wer zu Geld gekommen ist, kann sich meist nicht nur eine dieser kleinen Yachten leisten. Der schwerreiche Geldadel zeigt unverhohlen, was er hat. Auch am Rande des Stadtzentrums das Smolny-Kloster. Zarin Elisabeth I. ließ es für sich als Alterssitz errichten. Sie starb vor der Fertigstellung. Katharina II. Wandelte es in ein Internat für Mädchen adliger Abstammung um. Die jungen Debütantinnen erhielten Unterricht in Fremdsprachen und dem richtigen Benehmen am Hofe. Ein Jahrhundert später wurde im Smolny-Institut die Oktoberrevolution geplant und die erste sowjetische Regierung gebildet. Leo Trotzki soll die langen Wege im Haus per Rad zurückgelegt haben. Heute ist das Institut Sitz des Bürgermeisteramtes. Die jungen Teufelsgeiger üben für eine Aufnahmeprüfung im ehemaligen Wohnhaus von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow. Der berühmte Komponist wurde 1844 in Tichwin, nicht weit von St. Petersburg, geboren. Seine Eltern förderten sein musikalisches Talent schon früh. Bereits mit 15 Jahren schrieb er an seiner ersten großen Komposition. Weit über die Landesgrenzen wurde vor allem sein sinfonisches Werk berühmt. Die Russen lieben seine märchenhaften Opern. Er arbeitete als Dirigent und unterrichtete zahlreiche jüngere Komponisten wie Respighi, Stravinsky und Prokofjew. Ein Vollblutmusiker, der schon zu Lebzeiten eine Legende war. In seinem Petersburger Wohnsitz ist ein Museum eingerichtet, in dem Gegenstände und Möbel seines Haushalts aufbewahrt werden.
Rimski-Korsakow zog sich oft in die ursprünglichen Wälder seiner Heimat zurück. Seine Musik ist einerseits klar und durchstrukturiert, andererseits überbordend von einer romantischen Verklärung der Natur. Verheiratet war er mit Nadeshda Purgold, ebenfalls eine ausgezeichnete Komponistin und begnadete Pianistin. Als Mitglied der Gruppe der Fünf mit Balakirev, Borodin, Tschui und Mussorgski gehörte er zur Musikerelite des damaligen Russlands. Rimski-Korsakow beschäftigte sich ausgiebig mit der Volksmusik seines Landes. Die heute noch überall zu hören ist. In zahlreichen Restaurants meist gehobener Preisklasse wird Live-Musik geboten. Auf der Speisekarte stehen Soljanka und Borscht, Fisch und Wild. Die russische Küche ist deftig und gehaltvoll. Gemüse und Flussfisch, frische Kräuter, Gewürze und besonders Sauerrahm, Smetana, gehören unbedingt dazu. Natürlich fließt der Wodka besonders an Festtagen reichlich. Dem Seelentrost sprechen in St. Petersburg Russlands Marinekadetten zu. Er mildert die Schrecken des militärischen Drills. Weder in den prachtvollen Gärten im Umland noch in der Stadt wird mit Wasser gespart. Es sind nur wenige Monate in der Mitte des Jahres, in denen die Sonne so kraftvoll scheint. Ein Foto zur Erinnerung. Obwohl im Stadtbild kaum sichtbar, sollen in Petersburg über 10.000 Straßenkinder leben. Das monatliche durchschnittliche Bruttoeinkommen liegt bei etwa 450 Euro. Abhängen zum Nulltarif unter Lenins nach wie vor wachsamen Augen. Der Grundstein zur Peter und Paul Festung wurde 1703 gelegt. Dieses Datum feiern die Petersburger als großes Fest, obwohl die Ernennung zur neuen Hauptstadt erst 1710 offiziell stattfand. Im Jahr 2003 fand eine gigantische Feier zum 300-jährigen Bestehen der Metropole statt. Und weil es den Petersburgern so gut gefiel, wird das Fest nun jedes Jahr wiederholt. Zu Tausenden fallen sie dann auf dem Newski-Prospekt ein. Herausgeputzte und verkleidete Mädchen treffen auf echte Polizisten. Sankt Petersburg, für dessen Glanz und Überdauern viele Menschen, Leibeigene, Zwangsarbeiter und Bauern ihr Leben lassen mussten, das Flut, Hungersnot und Krieg überstand, hat Grund zum Feiern. Ganz besonders die Jungen schauen nach vorne. Ausbildung, eine Chance, gutes Geld zu verdienen und ein freies, sicheres Leben zu führen, sind das Ziel. Für viele ist St. Petersburg immer noch oder wieder die heimliche Hauptstadt Russlands. Sie sehen sich mit ihrer traditionellen Anbindung an den Westen als moderne und weltoffene Stadt. Was niemanden daran hindert, stolz auf seine russische Nationalität zu sein. Eines der vielen Zeichen der neuen Zeit. Eine original russische Band
die original amerikanischen Dixieland Jazz zum Besten gibt. Sankt Petersburg ist wahr gewordene Vision. Durch alle dramatischen Zeiten hindurch haben sich die Millionenstadt und ihre Bewohner die Fähigkeit zum Träumen bis heute erhalten.